Habe ich Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn ich eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen bekomme? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich beziehe eine volle Altersrente für schwerbehinderte Menschen seit dem 1. August 2021. Mein Arbeitsverhältnis läuft bis zum 31.12.2021 weiter. Danach ist Schluss. Was passiert, wenn meine Firma mich vorher entlässt? Habe ich dann Anspruch auf Arbeitslosengeld 1? So eine Frage, die uns auf rentenbescheid24.de erreicht hat. Grundsätzlich haben Sie keinen Anspruch auf Leistungen nach dem ALG 1. Und zwar würde der Arbeitslosengeld 1 Anspruch in Ihrem Falle ruhen. Das Ruhen des Anspruchs würde aber erst eintreten, wenn Sie den sogenannten Leistungsbescheid für das Arbeitslosengeld 1 bekommen. Also Sie würden praktisch, wenn Sie jetzt am 1.10. diesen Jahres arbeitslos würden, gehen Sie zur Bundesagentur für Arbeit und stellen dort einen entsprechenden Antrag auf ALG 1. Und Sie kriegen dann den Leistungsbescheid und da drin steht dann, dass das Arbeitslosengeld nicht ausgezahlt wird, weil Sie eine Altersrente beziehen. Und zwar steht das im Paragraph 156 Absatz 1 Ziffer 4 Sozialgesetzbuch Nr. 3 geschrieben. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht während der Zeit, für die ein Anspruch auf eine der folgenden Leistungen zuerkannt ist. Und da steht dann Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Es gibt einen Fall, wo das nicht gilt. Und zwar würde der Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 für 3 Monate nur dann bei Bezug einer Altersrente gezahlt werden, also dann tatsächlich gezahlt werden, wenn unser Versicherter für die letzten 6 Monate einer versicherungspflichtigen Beschäftigung eine Teilrente wegen Anrechnung des Hinzuverdienstes bekommen hätte. Dann bestünde für 3 Monate Anspruch auf Arbeitslosengeld 1. Das sagt uns der Paragraph 156 Absatz 2 Ziffer 3 Sozialgesetzbuch Nr. 3. Ich zitiere diese Vorschriften immer mal ganz gerne, damit Sie, ich weiß, dass Sie wissbegierig sind, auch da mal nachlesen können. Ja? Also, unser Versicherter will zum 1.8.2021 in Rente gehen und wird dann bis zum 31.12.2021 ganz normal weiterarbeiten. Dann soll Schluss mit dem Arbeitsverhältnis sein. Da unser Mandant eine Altersvollrente bezieht und diese auch wegen diesen Sonderregelungen, die wir aktuell haben im Jahr 2021, mit dieser neuen Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro nicht gekürzt wird, hat er keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1, wenn er zum Beispiel am 1.10. arbeitslos würde und sich bei der Agentur für Arbeit mit Leistungsbezug melden würde. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.